Klabautermänner, willkommen zur nächsten Folge Minecraft Alone. Ja, leider kann ich jetzt nicht mehr rübergehen, weil da waren wir ja gerade beim Abernten von unseren Schafen. Das heißt, Schere gar zurück. Ja, jetzt gucken wir mal, was machen wir denn jetzt hier weiter? Wir fahren Lore, weil es so viel Spaß macht. In diese Richtung, bitte. Da ist es, unser Riesenprojekt, der Megaturm. Jetzt ist hier aber natürlich so die Frage, ob ich den nicht nochmal komplett abreiße und nochmal ein bisschen umgestalte. Weil ich habe da im Netz einen geilen gesehen, der hat mir echt gut gefallen. Aber den lasse ich jetzt erst nochmal stehen. Und ich werde hier dran erstmal noch gar nichts weitermachen an dem Turm. Aber wie gesagt, der bleibt jetzt einmal so stehen. Und dann werde ich erstmal so gucken, wie ich den denn hier optisch verschönern kann, damit das nicht einfach nur so ein Mega-Klotz ist, der dann da steht, sondern dass der Klotz auch optisch ist. Was ich auf jeden Fall dafür brauche, ist ganz viel Stein, um die Innenkonstruktion zu machen. Deswegen, ich gehe jetzt einfach mal hin und lagere die Wolle hier jetzt mal kurz zwischen. Die brauchen wir ja nicht unbedingt jetzt unter Tage. So, den Rest, ach, ich nehme einfach mit, ist ja wurscht. Ich muss eh, wo mache ich denn den nächsten Halt? Da vorne. Weil ich muss noch mal ins Haus rein. Obwohl, nee, kann ich auch direkt unten machen. Da brauchen wir direkt weiter. Runter, unter Tage bitte. Boah, da war immer ein schwarzer Bildschirm. So. Und unten angekommen, super, dich schieben wir hinten aufs Abstellgleis. So, und zwar seht ihr schon meine Spitzhacke, die ist für den Popo. Das heißt, ich werde mir da eine neue bauen müssen. Das mache ich jetzt auch. So, und drei, da ist die neue Spitzhacke. So, und ja. Hier unten. Oh, meine Nase ist so zu, ey. Das ist so übel. Was haben wir denn hier? Das ist die Abfall. Oh, wir haben ja Bruchstellen ohne Ende hier unten. Oh, brauche ich gar nicht so viel. Aber Eisen? Oh, Gold. Ach, wir machen jetzt einfach hier nochmal unsere Spitzhacke kaputt. Das, ich habe nichts zu essen. Doch, ich habe was zu essen. Aber ey, gut. Wenigstens etwas. Futtern wir uns jetzt erstmal voll, damit wir wieder schön rennen können. So, und ja. Dann wollen wir von hier hinten noch ein bisschen, ein kleines bisschen Bergbau machen heute. Nicht die Welt. Wobei, hey. Scheiß auf Bergbau. Ich habe, nee, wir haben ja das, was wir brauchen, habe ich. Von daher, Bergbau wäre jetzt eine verschwendete Folge. Also zurück. Wo bauen wir denn unser Netherportal hin? Das wäre nochmal so eine Überlegung, hä? Da könnten wir jetzt echt nochmal drüber nachdenken. Wo bauen wir das Netherportal hin? Wir könnten das hier hinten noch irgendwo in die Wand reinlassen und da noch einen Bahnhof hinbauen. Wir könnten das nach oben irgendwo hinbauen, dass man es auch sieht. Ha, ich weiß wo. Auf geht's. Wieder nach oben. So, zack. Naja, so sind wir heute mal wieder Eisenbahn gefahren. Es macht ja wirklich einen Heidenspaß. Das muss man echt sagen. Von daher fahren wir noch ein bisschen Eisenbahn. So, jetzt geht's nach oben. Was ist da, warum es da immer dunkel ist? Oh,
Und zwar will ich jetzt ganz nach drüben über alle Haltestellen. Boah, wenn ich diese Bahn nicht hätte, ey. Überleg mal, was wir früher gelaufen sind in den Folgen. Wie viel Kilometer hin und her. Das war der Wahnsinn. So, und jetzt hier rüber. Wir haben natürlich jetzt auch praktischerweise Nacht. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht, dass ich nachts darüber gehe, weil das sind mir doch ein bisschen viel Zombie und sonst was unterwegs. Und ich will jetzt eigentlich nur ganz schnell da drüben aufbauen. So. Ach, bevor wir da drüber laufen. Was wir komplett vergessen haben, ist, ich brauche Obsidian. Der muss mit. Dann brauche ich einen Feuerstein. Boah, wisst ihr, wie man ein Feuerzeug herstellt? Ich weiß nur, dass es mit Eisen und so irgendwie geht, aber so hundertprozentig weiß ich es nicht. Ich probiere es jetzt einfach so spaßeshalber. Ja, gut. Das war einfacher wie gedacht. So, damit kommt. Wo ist es, Eisen? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Das kommt wieder hier rein. Na, Chicken Wing wird nicht gebraten. So. Fleisch. So. Obsidian haben wir dabei, Schippen haben wir dabei, Spitzhacke, Axt, alles dabei, was wir so brauchen. Und das heißt, jetzt wird es natürlich ein kleines bisschen ruckeln, weil das Spiel muss jetzt hier drüben erstmal alles wieder laden. Also. Oh, das hier drüben wird natürlich eine Höllenfahrt. Von der Eisenbahnlinie her, hier rüber. Weil hier gibt es ganz viel Kurve. Hin, her, hin, her, hin, her wird das werden. Also da vielleicht brauche ich mir einfach eine unter Tage. Wer weiß. So. Das heißt, heute Terraforming hier drüben auf der Insel ist angesagt. Das sind diese so Scheißbäume sind das, die man wieder nur abbauen kann, wenn man ja. Jetzt habe ich gerade voll den Faden verloren. Die man nur abbauen kann, wenn man sich irgendwelche Stützen oder irgendwas baut. Damit man da auch wirklich hinkommt. So. Das wird. Oh, das sind so voll die Riesenbäume. Ich will aber keine Riesenbäume. Ich mag keine Riesenbäume. So, muss hier noch was. Ist natürlich jetzt ein neues Holz, was wir mit dazu kriegen. Mit dem Holz habe ich überhaupt noch nicht wirklich gespielt, ne? Wir haben zwar jetzt auch inzwischen die Trick, ja. Die Fichten, aber auch mit den Fichten haben wir bis jetzt noch nichts groß angestellt. Also da ist noch nichts passiert. In dem Sinne, dass ich da was aufgebaut habe mit Fichten und mehrere Holzarten oder so. Den Baumhaus habe ich ja auch nicht gebraucht. Von daher. Zack, zack, zack. Da sind noch viele, 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 viele Möglichkeiten, die wir so gesehen noch gar nicht ausgereizt haben. Wo wir einfach bei Gelegenheit nochmal gucken müssen, dass wir da noch was draus machen. So, wo ist denn hier jetzt? Wo geht's denn hier weiter? Da. Boah. So, du. Ist dann da auch alles raus? Ich hoff's. So. Und der letzte Baum von dieser Sorte. Ich sehe schon, komm, wir müssen bald unsere Baumfarm vergrößern. So. Zack.
kriegen wir den echt so abgebaut tatsächlich. So, das heißt, hier fehlen nur noch die zwei. Das heißt, da müssen wir hier hochgehen. So, zack, zack, zack. Guten Tag, Stück Holz. Du bist mein. Und du natürlich auch. So, damit dürfte ich jetzt das komplette Holz hier abgebaut haben. Oder? Sehe ich das richtig? Oder versteckt sich hier irgendwo noch ein Stück Holz? Nee, sieht nicht so aus. So, also gehen wir hier weiter ans Terraform. Das Fett müssen wir natürlich aufheben. Wer weiß, wofür wir den noch brauchen. So, und zwar möchte ich hier ganz gerne ja das dunkle Portal aufbauen. So, da wäre die erste Schippe hinüber. Nehmen uns die zweite. Macht natürlich keinen Sinn, eine Diamantenschippe zu bauen, weil dafür ist es einfach zu wenig, was wir hier abbauen müssen. Und ja, jetzt bauen wir uns hier das Ganze mal ein bisschen schön. Das heißt, wir nehmen hier Sand weg und werden den Sand dann auffüllen mit normaler Erde. So, Erde. Damit einfach hier das Küstengebiet nicht so riesig ist. Zack, zack. Also das heißt, wir opfern jetzt diese Woche eigentlich noch so ein bisschen, um hier Terraforming zu betreiben. Ab nächste Woche wird es dann hardcore-mäßig an den Leuchtturm gehen. Ich hoffe, das ist da so ein bisschen, ja. Ich bin ja noch auf der Suche nach rotem Farbstoff, ne? Wie ich den schnell und günstig herstellen kann. Aber ich glaube, dafür wird dann hier drüben auch die Insel herhalten müssen. Dass wir da ein bisschen Knochenmehl schmeißen. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Boah, es ist eine Ecke hier, ne? Die wir hier wegbuddeln müssen. Oder wir gehen hin. Das ist natürlich auch eine geile Idee. Und jetzt sind wir um die Ecke weg. So. Ach, da ist die Schippe auch kaputt. Nächste Schippe. So. Ich habe wirklich gerade eine Idee. Da brauche ich nicht ganz so viel Terraforming machen, weil ich will definitiv das Netherportal jetzt hier in dieser Folge noch aufbauen und entzünden. Und ja, hier oben drauf soll dann das Netherportal. Und zwar werde ich das so machen, dass wir von hier unten. So, das heißt, hier kommt das Metaportal rein. 4. So, jetzt aufpassen, keine Scheiße bauen. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. So. Rick. Du. Und zack.
Das ist eigentlich sogar zu groß, aber müsste eigentlich gehen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste das reichen, um das Netherportal zu entzünden. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Tada! Unser Netherportal steht. Geil. So. Das sieht aus wie so ein Stargate. Ne? Wer kennt die Sendungen von früher? Aber jetzt rein wegen der Optik mache ich das jetzt hier noch zu. Den wird zwar nicht mehr gebraucht, aber wegen der Optik. Ja, und hier drüben machen wir dann so, Stargate-mäßig. So Stargate-mäßig werde ich dann hier das Ganze so ein bisschen einbauen und so eine Treppe da hoch machen, wo man so ein Wahlgerät, keine Ahnung, was wir uns hier vorne noch hinbauen können, was weiß ich. Irgendeine bekloppte Sache wird uns da schon noch einfallen. Ja, abschließend zu dieser Folge, sage ich mal, gucken wir uns einfach mal ganz kurz unten im Nether um. Wow. Erfolg, jawohl. So. Willkommen im Nether. Oh, da haben wir gleich Feuer gefangen. Oh. So. Wir sind irgendwie in so einer kleinen Höhle. Oh. So, wir löschen jetzt hier einfach mal so ein bisschen das Feuer. Und gucken uns hier mal so ein bisschen um. Glowstone direkt vor der Haustür. Mega viel Lava direkt vor der Haustür. Das mit dem Glowstone finde ich natürlich geil. Boah, da oben geht's auch weiter. Boah, schön. Ah, sind wir hier in einer schönen Ecke rausgekommen, Dieter. Hier erstmal das Feuer ausmachen, damit wir uns da nicht ständig den Arsch verbrennen. Ja, und schön. Schöne Ecke. Definitiv. Hier werden wir uns dann so ein bisschen austoben. Oh nein, den wollte ich da nicht hinsetzen. Nimm bitte die Axt. Der muss da mit. Was ich jetzt hier natürlich jetzt noch machen kann, ist, das machen wir jetzt mal noch schnell. Und zwar, wir bauen uns jetzt hier zwei Reihen. Weil es einfach geil aussieht. Nicht nochmal rein. So. Und zwar haben wir jetzt hier den Netherstein. Den bauen wir jetzt links und rechts daneben. Weil Netherstein brennt ewig. So. Ist das geil? Haben wir das Ding gleich beleuchtet. So. Da kommt dann noch irgendwann eine Zugverbindung zum Netherportal. Da fackelt es schön. Es knistert. So, das Ganze wird dann hier irgendwann so mit Bruchstein umschlossen werden. So, machen wir jetzt hier direkt. Einfach geil aussieht. So, das Netherportal wird hier hinten den Ausstieg haben. Mal gucken, wo wir dann da reingehen, damit wir das Ganze abpassen. Und ja, so sieht das Netherportal aus. Den Eingang hier zum Netherportal, der wird dann auch noch aus Stein gemacht. Und Gehweg. Stein. So, zack, zack, zack. Das Ganze, weißt du nicht, wie ich das gestalte? Ja, haben wir eigentlich einiges geschafft, oder? Also, legen wir uns jetzt mal wieder schlafen. In diesem Sinne beende ich jetzt hier die Folge und ja, dann sehen wir uns morgen wieder und mal gucken, was wir denn hier noch so weitermachen mit unserem Neta-Portal. In diesem Sinne, euer Captain ist raus. Bis morgen, 15 Uhr, Minecraft Alone.